So Leute, wir haben jetzt Folgendes. Wir haben den kleinen Kranwagen hier und der Herr Hoxner hat jetzt dem Herrn Finch hier das Röhrchen dahingestellt. Und jetzt probieren wir das nochmal. Genau, jetzt braucht er nur absitzen, bohren, sauber machen, bohren. Ja, weiter? Okay, das müsste jetzt reichen, das müsste jetzt gehen. Ich glaube, du musst zwischendurch einmal sauber machen. Ja, wird einfach nur reingedrückt. Ich glaube, einmal sauber machen, ne? Oder? Nö, gar nicht. Aber der ist doch noch nicht fertig. Doch. Doch. Nein, der kann nicht fertig sein. Der ist fertig. Nein, weil der Ring wird aufgesetzt. Nein, der Ring ist komplett. Noch nicht, ah ja, 57, noch nicht, ja. Der ist noch nicht fertig. Stimmt. Man muss ja nochmal mit B und drehen und drehen und drehen. Erstmal einhaken, ne? Ja, der dreht auch verbunden. So. Hast du verbunden? Der war, glaube ich, noch nicht verbunden, ne? Also man stand zuvor. Ja, ja, aber du musst ihn verbinden. Ja, konnte ich nicht. Ist ja wieder geil, ey. Ja, das Loch ist nicht fertig. Lass mich mal gucken, bitte. Okay. Der ist nicht verbunden, ne? Ja, ich bin da auch mal dran geboren. Ja, vielleicht, aber das ist nicht auf 100%. Ja, 57%, da ist nicht fertig. Nee. Okay. Da müssen wir da noch irgendwas, da ist noch ein anderes Zeichen. Ein anderes Zeichen. Müssen wir vielleicht mit dem Haken das Ding wieder hochziehen? Ja, ich kann ja mal versuchen, ob ich das noch wieder rausholen kann. Warte mal. Versuch mal, ob ich das wieder rausholen kann. Dass er dann nochmal nach. Oder so? Glaube ich aber nicht. Ah, warte mal, vielleicht muss er nur sauber machen. Mach. Aber den kann mit verbinden, ne? Ja. Nee, der fing automatisch an. Ja, ja, weil du dann da dran bist. Nee, der hakt nicht an. Ich habe auch keinen Haken zu sehen. Okay. Ja, dann ist schon mal nicht fertig, ne? Machen wir mal die anderen, wir gucken mal. War einfach mal ein Stück zurück. Weil so sieht es erstmal fertig aus. Also Nee. Wenn der gelbe Kreis die. Ja, ich weiß, was Sie meinen, aber. Ist ja nicht fertig. Vielleicht muss erstmal die anderen machen. Vielleicht kommt der Schritt dann im nächsten, weil. Hier ist erstmal das Bohren 1 und 2 und der dritte ist ein anderes Symbol. Vielleicht kommt da noch was anderes dann dabei. Vielleicht kommt da noch eine Stütze drauf, sobald sie weggefahren sind. Vielleicht müssen wir erstmal die drei fertig machen. Ja, runter, runter, runter. Nein. Weil der Fink ja dann, das ist ja so, der eigentlich bohrt er ja nicht. Der drückt das ja nur rein. Ach so. Aber das macht er wahrscheinlich automatisch, ne? Mhm. Dann reindrücken. Ja gut, das Drehen mit dem Bohrer geht mit dem Pfeiltasten. Ich habe jetzt nur das Bohrding, da ist 12%. Ja. Dann drück mal nicht mit S rein, sondern dreh. Oder soll ich mal machen, Herr Fink? Genau, lass doch mal ausprobieren. Ist im Fahrmodus, ne? Ja. Ja, Leute, das ist gar nicht so einfach. Was muss ich jetzt zurücksetzen? Ach so. Okay. Hallo?
Das ist überhaupt nicht einfach. Du bist total daneben. Gut, stopp. Hey, zurück. Ja, ich sehe, versuchen wir. Verbinde erstmal. Weil der fängt nicht einfach an zu bohren, siehst du ja. Irgendwie? Ah, so jetzt. Hä? Ich hab hier gerade ein bisschen Probleme. Wartet mal bitte. Ja, der findet sich gerade aber besser. Da muss ich dir aber mal sagen. Mann. Ja, Herr Finch, dann gucken Sie, wenn Sie es besser hinkriegen. Weil ich glaube, der Bohrer muss erstmal hoch. Der muss mit dem ganzen Gestänge erstmal runter und einhaken. Also ich habe hier die ganze Zeit die Meldung, um in den Fahrmodus zu wechseln, müssen die Komponenten zurückgesetzt werden. Jetzt kriege ich diese Meldung hier nicht weg. Was soll das denn? Die geht gleich weg. Also bei mir ging sie weg. Genau. Jetzt setzt er den ganzen Bohrkopf runter. Ah, jetzt ist er weg. Hart rein. Ah, die müssen so einen Schritt zurück, ne? Oh, ne, das war zu weit. Einmal gerade sitzen wieder. So, und jetzt nach vorne. Nach vorne. Kippen, also den ganzen Arm. Ja, wunderbar. Genau. Perfekt. Und jetzt einfach den Bohrkopf runter. Und verbinden. Einfach verbinden, weil von alleine bohrt der nicht, siehst du ja. So, und jetzt muss er aber drehen mit der linken Falltaste. Ja, macht er, der dreht ja. Ja, und dann runterdrücken. Weiter. Wow, der hat's raus. So. So, warum dreht er jetzt noch weiter? Ja, ganz normal, weil du da noch drinne bist. Du musst die Verbindung trennen. Kann ich nicht. Dann wieder rausziehen. Den Bohrkopf nach oben. Genau. Und säubern. Genau, jetzt drehst du ihn zur Seite und dann die Pfeiltasten rechts und links immer hin und her. Das dauert ein bisschen. Ah, das dauert, okay. So, weiter, immer hin und her. So, ich bitte dich um den zweiten da dran hängen. Jetzt gucken wir mal, Freunde, ob diesmal mit dem Bohren, wenn wir direkt bohren, aber es sieht gut aus hier. Ich vermute, da wird noch was aufgesetzt. Nee, da wird was aufgesetzt. Es ist nicht fertig. Weil wir haben hier noch, vielleicht muss da noch Beton rein. Weil da sind nämlich Stahlstreben. Ich kann mir vorstellen, dass das noch betoniert werden müsste. Wenn der Finchi das jetzt gleich fertig macht. Genau, der Fehler war nämlich gerade, weil der Bohrkopf unten war. Vielleicht musst du so wie er jetzt ist, da in das nochmal einhaken. Ich glaube, das ist richtig. Finchi, mach das mal eben. Ja, setz mal an, ab da die Säule. Nee. Ich meine zum ersten Loch. Nein, lassen jetzt das zweite erstmal machen. Erstmal aus. So wie er jetzt ist, hinzufahren und das nochmal anzusetzen, weil vorhin war der Bohrkopf ja unten. Da hat das ja nicht funktioniert. Wir probieren das einfach mal aus, Leute. Wir gucken einfach mal. Vielleicht kriegen wir das mal so hin. So. Dreh mal ein. Genau. Setz mal ab. Jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht geht das ja jetzt. So, nimm den mal. Ja, wir müssen dann ausprobieren, Leute. Wir müssen unbedingt wissen, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Ja, sonst wird das nichts. Weil 57% sind keine 100. Das stimmt.
Können Sie verwenden, dass das jetzt funktioniert? Wenn er dann dreht oder verbindet. Der macht er nicht. Der verbindet nicht mehr. Nee. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich müssen wir dann nur ein bisschen hier. Nein! Fahren macht man bei dem nächsten weiter. Das ist doch schon alleine die Bezeichnung. Ein mit Ring plus den zweiten mit Ring, fertig. So einfach ist das. Das ist doch nicht schwer zu kapieren. Ja, aber das dritte Ding sieht so aus. Das dritte Ding ist fertig. Sieht man doch. Das werden Sie jetzt sehen. So, warte, ich löffel den da rein. Also ich sag jetzt ganz einfach, das ist falsch. Erste Loch wird nicht fertig sein. Wahrscheinlich werden wir das alles nochmal wiederholen. Wenn der Finti jetzt reinhaut da, von dem beim Bohren bis unten ist, sieht das 100%. Das wird jetzt spannend, Freunde. Also wie gesagt, drehen und dann runter. Weiter. Weiter. Oh, drin. Auch sie. 56. Weiter geht nicht. Sehen Sie? Einmal sauber machen. Noch. Ja. Ist voll. Ja, da musst du noch einmal, genau, ja, da musst du einmal noch mal nachdrücken. Ein bisschen kannst du, glaube ich, noch drücken, weil ein Stück ist da noch nicht weit genug drin. Ich glaube, 57% muss ich schon kriegen. Okay, dann haben wir ihn fertig. Dann einmal zurückbleiben, muss ja auch ein bisschen liegen. Ich sag nein. Wir machen mal die vier fertig, mal gucken. Kann mich immer einer hier rausholen? Leute, ich komme hier nicht mehr aus dem Loch. Hallo? Ja, hallo, ich will nicht im Loch bleiben. Hallo? Bleiben Sie mal da drin. Hallo? Hallo, die Herrschaft, ich bin hier drinne. Hört mich keiner. Hallo? Warum springen Sie nicht einfach in ein Auto rein? Ich will ja nicht sagen, dass Sie doof sind, ne? Aber ein bisschen dämlich sind Sie schon, ne? Also man darf nicht an das Loch gehen, dann springt man nämlich da rein. Okay. Der verbindet ja eigentlich automatisch, ne? Ja, nee, muss leer lassen. Ach so. Jetzt bohrt er und 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 bohrt er. Zack, oh, da ist er jetzt fährt. Denk dran, weit genug weg, damit du dann die Erde weit genug hast. Dann dreht er den weiter. Jetzt hin und her? Jetzt dreht der Bord weiter. Hat aber viel Erde drin. Guck mal, die ganze Stadt ist da wieder drin verewigt. Heidenei.
Also bei mir, Leute, ihr könnt... Bei mir ist auch noch ganz viel Erde dran. Ja. Da fällt auch nichts raus. Jetzt wird leerer. Ja, ja, doch, ja, jetzt bei mir kommt nicht. Lang. Bei mir sieht man das. Ja, immer noch nicht, aber es wird weniger. Es rutscht langsam runter. Doch, weiter, 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 weiter. Das ist immer noch. Boah, das dauert aber, ne? Guck mal, ey. Jede Menge Erde. Ich würde auch sagen, wenn wir die vier Bohrlöcher gemacht haben, dann sehen die Zuschauer das, wenn wir da hinten die auch gemacht haben. So, jetzt ist es leer aus. Ja, jetzt ist leer. Jetzt ist leer. Trotzdem, ne? Verstehe ich das immer noch nicht. Ich weiß nicht. 57, ich weiß nicht. Ja, wie gesagt, das Symbol sieht irgendwie anders aus. Miri? Ja, wenn du dir mal die Fortschrittsbalken da drunter anguckst, ja, dann siehst du, dass das nicht fertig ist. Richtig. Ja, dann muss ich doch jetzt nicht sagen. Ja, das stimmt. Das auch. Aber die erste Bohrung war schon schlecht. Das erste war schon scheiße. Ich glaube, dass wir das alles nochmal wiederholen müssen. Aber geht ja nicht anders. Kannst du das rausziehen? Nee, ne? Wir sind doch bei 57% wieder. Ja, aber das ist nicht richtig. Ich finde das nicht richtig, das ist falsch. Versetzt das Ding mal, also irgendwie, ich finde das nicht richtig. Nee, bleib oben. Du musst einmal drehen. Genau, einfach nur drehen. Ich weiß nicht, ey. Also für mich haben wir die Aufgabe nicht erfüllt. Ja, wir werden uns das gleich mal. Aber was willst du da angucken? Wir müssen doch gar nicht gucken. Man sieht das doch, dass das nicht fertig ist. Nein, ich werde nicht ernsthaft. Ich will mal hören, wir müssen uns das angucken. Was willst du dir denn angucken? Das ist nicht fertig. Ja, wenn die alle fertig sind. Das ist nicht fertig. Ja, das stimmt. Aber mehr als bohren können wir nicht. Ja, aber irgendwie ist das nicht... Warte mal, stopp mal. Ich schnapp mir schon mal den anderen und dann kannst du hier schon mal anfangen. Warten Sie, Herr Finch. Alter, nimmst du den mal an vielleicht? Einziehen. Ich glaube, wir haben Fehler gemacht. Aber das werden wir gleich, das werden wir ja gleich sehen. Aber oder meinst du, müssen wir mal den ersten nachdrücken? Nee, das geht ja nicht. Der nimmt den ja nicht mehr an. Der schaltet ja sofort um auf zwei. Der nimmt den ja nicht mehr an. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe irgendwie das immer Gefühl bei der Bohrung. Nee, du stehst noch nicht richtig. Du musst hier rüber noch. Dreh dich mal im Ganzen. Mit der Raupe hier andersrum und dann fahr ein bisschen hier rüber. Genau, weiter. Drehen. Boah, guck mal, der macht sogar die ganzen Hügel zu Platz. So viel Gewicht ist da drauf, ist ja cool. Da wiegt so ein Ding, ne? Ist schon mega, ne? Was machst du denn jetzt? Ja, da merkt man den Wagenkran drüber, ne? Da drauf, ne? Herr Ochsen? Ja. Was? Nehmen wir mal mit. Nee, kann ich jetzt nicht. Kommen Sie nein, mal ich will mal was fragen. Kommen Sie noch mal mit. Muss ich was fragen? Ja, was Internes.
der hakt automatisch ein. So. Warte mal, Finchi, nicht runter. Warte mal. Ein bisschen runter. Er hört bei 32 auf und dann ist Feierabend. Dann kannst du das andere Ding da nur ansetzen. Unglaublich. Er kann gleich nochmal versuchen, wenn er das gesäubert hat, nochmal anzusetzen. Ja, ich warte mal. Vielleicht kann er den noch ein bisschen tiefer drücken danach. Weil dann müssen wir das wirklich nochmal machen, wenn der erste wirklich auf 100% sein muss. Versuch nochmal, ob er den nochmal ansetzen kann. Aber glaub ich nicht. Kann ich nicht machen. Ja, ja, dann ist das so vom Spiel vor. Das ist aber dann nicht dran. Du würdest nur nicht ändern. Ja. Ja. Ah, 57, 56. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Weiß es auch nicht, ganz ehrlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das richtig ist. Oh, scheiße. Was machen Sie denn, ne? Oh je. Yeah. Kann man fast nicht zurücksetzen? Ja. Ich bin schon auf der anderen Seite. Ja, Leute. Genau. Also wir wissen nicht, ob das richtig ist. Wir werden dennoch die nächsten Bogen machen, dann mal gucken, was passiert. Hier rüber schon mal auf der anderen Seite. Und ich würde mal sagen. Und wir melden uns, wenn die anderen Bogen soweit fertig sind, okay? Ja, wenn wir. Okay, mach's gut. Tschüss. Tschüss.